Oder wir gehen in die Mitte rein und gucken dann dafür. Genau, machen wir das so. So, Tür eintreten. Bam. Guten Tag, Inspektor. Clouseau, mein Name. Habe gesehen, Sie haben ein Wasserfass verdächtig. Verdammt. Und wir haben hier nebenan kein Wasserfass. Und wir haben hier nebenan kein Wasserfass. Aber ich bin der Meinung, es waren drei. Könnt mir gerne in den Kommentaren wieder gerne berichtigen, ist ja gar kein Problem. Hier ist kein Wasserfass mehr. Na gut, weitermachen. So, der. Das verdammt. Guten Tag. Verdammt, ich dachte, er geht auf den Boden. Geh auf den Boden. Kriech, du Luder. Naja, oder stirb. Sicher, dass hier kein Wasserfass mehr ist? Naja, warte, dann ist bestimmt da hinten. Da sind ja noch mehr Zellen. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt da war in der Mitte. War in der Mitte? Das wird doch da in der Mitte sein. Naja. Oh, komm schon. Stirb doch. So. Wir gehen erstmal hier oben. Ich glaube, dann ist das hier in der Mitte gewesen. Hm. Verdammt. Oh, Tür ist auf. Sehr schön. Da, nimm das und stirb. Danke. Yep, da ist es. So, 1 von 3. Ne, 3 von 4. Ne, 7 von 8. Was? Zack. Öff. Verdammt. Na gut, diesmal haben wir Pech. Pech gehabt, quasi. So, hier ist nichts mehr weiter. Alles klar, weitermachen. Söldner der Stahlrose. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt hier für eine Tür war. Welcher Schlüssel dafür wichtig war. Wo hatte ich den Schlüssel denn letztlich mal her für? God damn. Ja, gehen wir mal gucken. Haben wir noch einen Schlüssel? Wir haben einen Schlüssel, und zwar für den Maschinenraum. Ist das der Maschinenraum? Das ist doch nicht der Maschinenraum. Das sieht eigentlich mehr aus wie ein Gefängnis, ey. Musiker. Eingang zum zentralen Schiffsgefängnis, sag ich doch. So, dafür haben wir kein... Warte mal, wird verwendet? Nee, ich brauche einen Schlüssel für die dafür. Habe ich den jetzt übersehen? Warte mal. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt irgendein Random Mob das gedroppt hat oder ob das... Ja, ja, ich wollte euch erden. Das war geplant. Gucken wir mal. Gehen wir mal kurz zurück. Wir haben Zeit. Nehmen wir dann mal kurz die Gefangenen befragen. Und? Wie geht's so? Gut. Weiter. Weitermachen! Das sind... Nein! Oh, scheiße. Naja. Ein AP-Pot geschluckt. Egal. Wir haben's ja. So, wir gehen mal nochmal zurück. Also sorry dafür, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, wo der Schlüssel ist. Was macht die Katze denn da hinten? Wo ist denn der Schlüssel für das... Das. Musiker, bla bla bla. Da steht doch Schlüsselmob dran. Ich bin mir doch ganz sicher. Ganz sicher. Ich hatte den Schlüssel schon. Vielleicht muss man Glück haben, dass der da ist. Das wäre natürlich echt bescheiden. Also wie gesagt, ich bin hier auch nicht so ganz komf... Da! Guck mal. Ein Schugo, der einen Schlüssel hat. Naja, siehste. Dann kann das sein, dass ich das beim letzten Mal einfach random hier gemacht habe. Schlüssel verschluckt hat. So. Schlüssel zum Zentralen, jawohl. Lass du mich aus, Alter! Blödmann. Gut, also merken, in den Zellen steht irgendein Schugo. Da drin ist der Schlüssel zum zentralen Schiffsgefängnis. Schön, dass der in ein Gefängnis ist, der Schlüssel. Da kommt man ja auf jeden Fall nicht rein, in das Gefängnis quasi. Wie ist da? Da in der Mitte. Das ist das Gefängnis für der Bösen. Da drin befindet sich der Obermacker. Der Macker. Der kann alles, ne? Der ist böse.
Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Da drin steht auf jeden Fall Irrer Badu. Und der Irre Badu ist ein 4 Sterne Nonneliter. Gezählt. Und er kann nichts. Er kriegt ordentlich in die Fresse hier. Bam, bam und bam. So, und er hat nichts gedroppt. Ah. Na gut. Da lief die Kabine definitiv besser vorher. Wir haben zwar jetzt auch ein Dings rausgeholt, ja. Aber das war schöner vorher. Das stimmt allerdings, muss ich zugeben. So, aber wie dem auch sei, wir gehen hier weiter. Und zwar Richtung ehemals Lalulalulilala, oder wie er hieß. jeder welcher ist auch hier das Ende, quasi. Und dann geht's halt oben aufs Deck mit der nächsten Aufnahme, aber das hatte ich ja schon gesagt. So, hier drin. Hier ein bisschen Aufpässe. Hier ist nichts Interessantes, bla, könnte mal weitergehen. Das gibt zwar alles noch gut EP, aber ich muss das halt ein bisschen timen. Außerdem möchte ich für morgen wieder ein bisschen überbehalten, weil sonst reicht ein Tag off sein nicht dafür, dass man hier die EP oder den Buff oben hält. So, Ingenieur der Stahlrose. Wie gesagt, das ist so ungefähr der Größenformat wie die Ethertech bzw. AK Radar ausfallen würden. Die neue dritte Klasse, die damit 4.5 voraussichtlich kommt. Und Gerüchten zufolge ist das dann irgendwann 2014. Also es wird ein Weilchen noch dauern, kann ich euch versprechen. Aber wir haben eben gerade erst 4.0 gekriegt. Wir haben die zwei neuen Klassen bekommen. Warum denn gleich wieder mehr machen? So, hier werden wir ein wenig klären, weil die gute Dame da hinten, das ist die Busaraki, die Bezaubernde, man sieht's, sportlich wie sie da steht, wird uns ein wenig wie die gute Dame in der Stahlhake Kabine ursprünglich durch die Gegend fieren. Wir nehmen den hier nochmal weg, mal gucken, ob das reicht. Es ist eigentlich egal, ich könnte sie alle mit AOE hier dann machen, nachhinein, aber ich wollte es halt euch nur mal vernünftig zeigen und die gute Dame, die macht das definitiv. Man kann sie bestimmt interrupten. Da sinnlicher Blick. Da war sie auch schon interruptet, unfreiwillig. So, die gute Dame hat blau gedroppt und einen Schlüssel zum zentralen Antriebskammer oder zu der zentralen Antriebskammer. Natürlich wieder ein Abzeichen der Eroberung, welches man eintauschen kann für Kisten, wo schöne Dinge drin sind. Schöne, schöne, viele bunte Dinge. Dinge bunte. So, das war auch die Ecke schon wieder. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Wir sind eigentlich ziemlich schnell, glaube ich. Ich gucke gerade mal aufs Tachochen. Also mal Sekündchen, gleich, Moment, sofort. Hä, wo habe ich denn angefangen? Ist ja auch egal. Irgendwas mit 30 oder so da. 32, 48, ah, da. Wir sind jetzt eine Viertelstunde drin erst. Ey, das kann doch nicht sein. Wir sind viel zu schnell. Ungefähr eine Viertelstunde. Ja, wie gesagt, die Instanzen gehen... Oh, verdammt. Naja, verkackt hier. Die Instanzen gehen eigentlich ziemlich schnell. Und dafür, dass man hier mit muss oder ohne oder keine Ahnung ein bisschen Gold rausholen kann. So, hier der Wartungsleiter Notakiki ist unser letzter Boss an der Stelle. Mehr gibt's hier nämlich nicht, dann ist wieder Ende im Gelände. Wie lange war ich denn jetzt drin? Das ist die Kabine. Ja, Viertelstunde, etwas mehr, 18 Minuten. Naja, super. Okay, wie dem auch sei. Ja, mal alles ready hier. Wir warten noch mal ein paar Sekündchen. Nö, wir hochheben werden wir eh nicht können. Buffs nochmal nachschmeißen. Nein, das ist die falsche Rolle. Scheißegal.
Ach, Laufrolle brauche ich auch nicht. So, wir werden aber mit voller Attacke und gleich alles reinsimmeln, was geht. Dafür haut er uns natürlich auch gleich ganz gut in die Fresse, aber dafür fällt er umso schneller. Nochmal kurz einen Buff, einen Pott geschmissen. Aua. Arschloch. Quasi. So, und dann liegt er. So, lass mal Glück haben. Bitte, bitte, bitte. Gold, 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 Gold. Hier, goldes Tangens rummachen. Ich möchte Gold haben. Ich möchte was zum Dissen, Dissen, Dissen. Und wir haben Blau. Ernsthaft. Ein Streitkolben. Der Stahlrose. Hässlich. Naja. Naja, naja. Nun gut. Nun gut. So. In der Instanz mal das Resümee gezogen. Hier nochmal schnell einen blöden blauen nur. Bisschen Blau-Crap etc. Aber dafür haben wir eine physische. Ne, wir haben eine magische rausgeholt. Ja, unser Abzeichen-Gedöns hier. Wo ist es denn da? Ja, und das war's. Mager. Aber so sieht die Realität aus. In Ion. Leider. So, und dann geht's raus zur versteckten Lüftung. Da werden wir rausgeblasen aus der Stahlrose. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an der Stelle für erstmal zwei Solo hintereinander und werden... Ja, ich muss gucken. Das werde ich jetzt nicht heute mehr machen. Wahrscheinlich morgen dann. So aktuell, wie wir hier stehen. Werden wir dann die... oder das Deck nachschmeißen in der Dreierkonstellation. Kleriker, Templer, Mage. So denke ich. Mal gucken. Wobei jede Konstellation wahrscheinlich funktionieren wird. Hauptsache man hat einen Heal dabei. Ich werde mich jetzt hier verpieseln an der Stelle und sage euch, also für mich eine gute Nacht, für euch, keine Ahnung, was ist denn hier? Gar nichts. Ich dachte, die wollen sich hier kloppen. Ne? Ja, hier stehen sie überall rum, die Asmus und die Elios an einer Stelle. Und wenn man 2 Meter hier rausgeht, dann befindet man sich im PvP-Gebiet. Das ist alles PvP. Hier stehen überall Leute, die euch klauen wollen. Da läuft einer. Da. Ne? Aber, nu. Das ist halt Standard. Alles klar. Haut rein. Bis Danny. Tschüss.